Ach, du holst jetzt Nahrung von dort. Gut, dann liefer die mal noch aus. Arbeitest du wieder da und wir reißen das Teil ab. Gut. Schuhe ist okay, Geschirr mache ich sowieso viel zu viel. Oh. Na gut. Bleib du da. Werkzeugschreiner. Holzfäller bitte erstmal wieder. Dann reißen wir das Ding ab. Das erste. Passen auf, dass sich hier niemand wieder in die Maya-Siedlung wagt. Ach ja. So. Gut. Die holen beide weiter Stein. Hier ist noch ein Stück. St Oh, sie haben die Straße zur Schule fertig. Gut. Nahrung sieht noch alles okay aus. Hier ist ein kleines Stück Straße fertig. Gut, dann planen wir jetzt mal. Das ist jetzt die gute Frage. Wie machen wir weiter? Goldschmiede. Ja, komm, Gold ist wichtig. Goldschmiede packen wir direkt hier hin. Und eine Eisenschmiede brauchen wir auch. Die kann hier hin. Ja. Da hat der Goldschmiede es näher zum Gold, aber weiter zum Holz. Wobei wir auch jederzeit Holz von hier unten hochtransportieren können. Hier unten kriegen wir auch genug Holz zusammen. So, dann kommt hier noch ein Zweifamilienhaus hin, wo mein Händler und mein Pilzsammler einziehen, weil ich brauche noch eine Pilzsammlerhütte. Sagen wir hier hin. Die Eskimos werden nichts dagegen haben, wenn ich bei ihnen die Pilze sammle. Und ich werde dann halt hier einen Tempel hinbauen, wo die Leute, die anderen dann beten können. Dann kommen nämlich hier so hin die, kommt hier der Tempel hin. Und hier dann die drei Eisenverarbeitungsgebäude.
Aber jetzt muss ich erstmal warten, bis die beiden mit ihrer Straße, mit ihren Straßen fertig sind. Ha, hab dich erwischt. Ah, du machst Essen, das ist besser. Die Straße hier hoch ist bald fertig, zum Glück. Also ich denke mal nicht, dass wir in der Aufnahmesession schon mit der Waffenproduktion anfangen können, aber wir haben schon mal den guten ersten Schritt in die Richtung gemacht, wenn wir fertig sind mit der Aufnahmesession. Du genauso wenig nach da oben. Wir haben so einen Weizenüberschuss, dass die Farmer die Mühle schon voll pumpen. Was ist dein Problem gerade? Hat er dir die Straße weggebaut? Vor der Nase? Oh, du baust jetzt hier die Straße fertig. Das ist auch gut. Wobei, ehrlich gesagt, wenn der Pilzsammler läuft und das Zeug eingeschmolzen wird, bevor ich mit den Waffen anfange, werde ich erst einmal die Kaserne bauen, dass die schon mal die Gelegenheit haben, da die Bögen hier unten zu holen. Da liegt noch Leder rum. Naja. Kann ich alles haben. Schuhe könnten wir jedoch gebrauchen. Ja, wie? Ja, ja. Was dort? Jawohl. Hä, wer ist das denn diesmal? Wo gehörst du denn hin? Du bist da ganz weit abwegig. Muss ich sagen. Jawohl. Und ja, wenn der so weitermacht, sind die Goldnuggets weg. Der kann sich nur noch aufs Schmelzen konzentrieren. Was eigentlich auch praktisch ist. Du kannst jetzt schon mal anfangen, ein paar Holzwerkzeuge zu schreinern. Ein Leder gegen 5 Nahrung. Ja. Schuhe gegen Eisenerz auch nicht unbedingt. Böbel gegen Speere. Speere brauchen wir auch nicht so unbedingt. Ja, ist schon mal gut im Schreinern. Ha, hab dich. Jawohl. Oh, hey, hey. Das sollten wir jetzt langsam mal wieder unterbinden.
Bist du unterwegs? Verschieben wir mal dein Arbeitsgebiet nach da oben. Dass du uns von da oben Steine holst. Ja, ist in deinem eigenen Arbeitsgebiet. Das da zwar auch, aber ist egal. Hauptsache, du holst Stein. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Jetzt holen sie sich alle Holzwerkzeuge. Ja gut, sollte der Pilzsammler nichts mehr machen können, wäre ich jetzt noch zum Werkzeugschreiner machen. Er wird halt keine Pilze mehr haben. Entweder das oder den Händler, aber den Händler mache ich lieber zum Träger, der Holzwerkzeuge einlagert. Ja. Aber hey, unsere Straße ist fast fertig und das finde ich gut. Hat sich ausgerüstet. Er braucht aber eigentlich gerade nichts mehr. Okay. Das heißt, du jagst wieder. Ja, Öl ist so das Problem. Die Wunschmenge kann ich mal wieder wegnehmen. Die Wunschmenge für Geschirr erhöhe ich mal. Leder kann ruhig auf 10 bleiben. Aber Holz mache ich mal auf 30, die Wunschmenge. Nahrung ist okay, wie es ist. Und wir haben wieder jemanden mit einem Todeswunsch. Wir hatten jemanden mit einem Todeswunsch. Tja, das ist schon die zweite Müllersfrau, die gestorben ist. Eigentlich kann mir das wirklich egal sein. Ich kann sie jederzeit ersetzen. Klingt hart, aber wenn die natürliche Auslese so ist, dann ist sie halt so. Beziehungsweise wird das Spiel. Mich nicht anders lässt. Ah, das hier ist ja doch ein bisschen blöd. Einfach stehen bleiben ist aber auch nicht klug, du. Ich will nämlich nicht dauernd Frauen ersetzen, möchte ich nämlich auch nicht unbedingt. Das ist gerade ein Problem, dass das Holz mir hier die Weidefläche zuwächst. Ich glaube, unser Holzfäller wird sich da auch irgendwann drum kümmern. Doch haben wir ja genug Fläche. Du bist da vorne und kannst trainiert werden, das ist gut.
So, du hast genug Holzwerkzeug hergestellt, erstmal wieder Holz zu fällen. Ich